Okay. Hippie. Ja. Nein, ein Ring. So, jetzt geht's wieder los. Auf alle Fälle. Luki? Ja? Wir müssen auch los. Oh nein. Oh yeah. Oh nein. Oh yeah. Wir müssen zur Schule. Meine Tochter ist morgen schon nicht mehr da. Yeah. Leider, ich wollte aber mit Papa gehen. Die übernachtet wieder bei einer Freundin. Oi, oi, oi. Mama. Ich bin Papa. Er heißt Papa. Er heißt Papa. Und das ist ungefähr nur ein Person. Bei Iliana so also Übernachtung und ist noch nicht. Bei wem? Na, Anuka sucht mal Übernachtung von Iliana und ist noch nicht. Das ist schon die Unterricht machen heute. Ja. Malis. Liebe dich. Ja, schön. Ja. Moin. Alle quietschen und grüßen. Ach ja, ist doch schön. So, guten Morgen. Also, heute werde ich den Block ein bisschen abkürzen, wenn nichts Aufregendes passiert. Ansonsten bleibt er ganz normal. Die Kreiselkräfte halten einen aufrecht. So, we need a passport. Mm-hmm. Or ID. Maybe I will land tomorrow. And can I come back tomorrow? Then you have to... Tomorrow is closed here. Ah, then you have to come back today. Uh-huh. And you can rent it for tomorrow, that's no problem. Uh-huh. But you have to say today. Yeah, okay. Traffic sign. For the bike. First open like this. Nicht so skeptisch. Ja, ich bin mal skeptisch. Ich war da. Neuigkeiten. Ach, scheiße. Tut beim Abbiegen. Dafür hat ja am Bären da das Fahrrad durch. Tut beim Abbiegen und wieder übersah ein Elker wie einen Radfahrer. Es ist bereits das 10. Opfer in diesem Jahr. Mensch, Leute, passt auf, wenn ihr neben LKWs fahrt. Nee, wirklich. Das ist ja egal, weil ich schon gefragt habe, wie fahren wir. Weil wenn ich gerade jetzt so ich sehe, ich bin nicht gut dran fahren. Ich muss ja nur noch aufpassen, was wäre ich jetzt am Ende. Scheiße, oder? Was? Wenn so unter so einem LKW hast du keine Chance. Ach so, ich hab hier nicht mehr. Wolfgang, sehr schön oder auch nicht sehr schön. Tod beim Abbiegen. Naja, wie gesagt, also immer schön aufpassen beim Abbiegen. LKWs sehen euch nicht. Ist halt so. Ja. Heute wird's richtig warm, wa? Morgen ist frei. So, wie wird's bei dir? Achso, ja, erstens. Hast du dann noch so? Ja, Hochzeitstag. Hast du morgen? Ich hab morgen Hochzeitstag. Und wie lange verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre? Oh Gott. Aluminium-Hochzeit ist das. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach. Oh, guck mal, sie kommt zurück. Halt, da muss das Ding reinkommen. Ja, die kommt zurück. Vorsichtig, warte. Ja, kann sein. Warte, jetzt wieder. Nein, warte doch. Hä? Mhm. Oh. Ah. If you kick back, then it's a break. Hier for the back. Ja, also, gerade gestern, das Fahrrad der Rücktritt. Schon sehr unsicher. Ah?
sehr unsicher. Naja, wissen wir, keine Ahnung, ob man in China ist, auch ja, vielleicht. Naja, obwohl die fahren ja Vielfahrer. Ja, nehmen wir wirklich gerade. Aber ich glaube, die haben alle Freilauf. Und dann kommen wir sehen, was das Wetternachricht heute Abend ist. Stellt man Wecker, dann steht um 4 Uhr auf. Um 4 Uhr? Ja, klar. Und dann? Und dann? Ich brauche ja müssen meine 3 Stunden. Und dann fahre ich dann ja auch noch auf. 3 Stunden brauchst du wofür? Ein Dittel? Was machst du denn? Da brauche ich nicht meine Frau. Ich brauche aber meine Zeit. Frühstücken? 3 Stunden morgens? Nee. Erstmal in Ruhe frühstücken. Ja. So. Meine Medikamente nehmen. Ja. Also alle so 10 Minuten von der Stunde, ehe das so richtig wird. Das dauert bei mir auch eine Weile. Ja. Da muss ich immer ein paar Mal, da muss ich immer auf die Toilette gehen, weil ich muss nach den Medikamenten entwässert. Wenn ich alleine bin, habe ich mehr Ruhe, als wenn ich da eben zu Hause rumsitzen habe. Also alles kommt das schnell. Du weißt ja, wie das denn ist. So hat alleine meine Ruhe. So, dann kann ich sagen, eine 3,5 Stunden und dann kann ich in Ruhe losfahren. Dann kann ich meine Hose anziehen und dann kann ich in Ruhe. Du musst ja deine Zeitung wieder morgen. Ja, meine Zeitung. Ja, entweder hier oder unter der weißen Ruhe. Was machst du eigentlich mit den Zeitungen, wenn du sie gelesen hast? Kommt bei mir in eine Küche in der Ecke und dann schmeiße ich sie weg. Ach so. Und bei dem Papierkorb. Und wir haben ja Papier, Alter. Gut. Nee, das war bei meinem Bruder. Erster Auftrag, Mensch, heute ist anders. Heute funktioniert das, ist doch schon mal schön. Oh, stellen das auch ab. Wollte es aber keinen neuen. 9:30. Scheinbar ein. Dienstag. Die Straße ist heute laut, was? Ich lasse heute das Fenster glaube zu. Ey, ist ja widerlich. Das kannst du ja überhaupt nicht ertragen. Die LKWs donnern da vorbei. Das ist wie in der Autobahn da draußen. Tja, der erste Auftrag des Tages. Nee. She would love it. That I repair her bike and she picked it up later today. At the end of the day, she said, hey, ich muss ein wenig an meinem Englisch arbeiten. Mann, Kinder, passt in der Schule auf, doch. Heute nur Ermahnung. Passt auch beim Abwiegen, passt in der Schule auf. Nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt, was an Bildung umsonst ist. Ey, alles andere kostet richtig Geld später. Denn. Das kann man dazu nur sagen. Immer schön aufpassen in der Schule, ansonsten endet er im Fahrradkeller. In so einem Schraubekeller hier. Neben dem Müll müsst ihr denn stehen. Hier hoch ist TV. Klack. Und schwuppdiwupp. Wird doch schon wieder eingebaut. Der Schlauch ist drin, viel Glas aus dem Mantel raus. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass spezifisch dieses Glas dran schuld war. Aber eins von diesen ganzen Teilen, die ich da rausgeholt habe, wird es gewesen sein. Also der Mantel ist völlig durch. Darauf dann bitte auch mal achten. Irgendwann ist es halt wirklich Zeit, auch den Mantel, den Reifen tatsächlich sozusagen zu tauschen. Hier in dem Fall natürlich nicht, weil das ist nur so eine Stadtgurke. Felgenband war auch hinfällig, war auch kaputt an einer Stelle. Der Mantel ist halt ständig zu kontrollieren, ne? Ob da noch was drin steckt, weil ansonsten macht man die Arbeit ja zweimal. Man ist auch Arbeit. Ne? Das ist zwar nur ein Schlauchwechsel, aber wenn es sich vermeiden lässt. Okay. Jetzt wird aufgepumpt und dann ist der fertig. Und dann sollte eigentlich schon idealerweise der nächste vor der Tür stehen. Das ist nämlich immer das Problem, wenn dann irgendwie lange Zeit nichts ist, dann wäre ich richtig müde, dann könnte ich unten einpennen.
einfach. Wissen Sie, ich bin auch, ist auch ein langer Tag halt hier immer. Oh, hier müssen wir. Umso dünner der Reifen ist, umso mehr Luftdruck. Lasst den, ey, lasst den, legt euch nicht mit dem an, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt immer. Ja, sagst du? Ohne Scheiß. Ich zeige dir, wo lang es geht. Dann kannst du dich mit ihm messen. Ansonsten nicht. Was sagst du? Wenn du Training brauchst, dann kannst du dich mit ihm. Also bitte, ich kann vielleicht dich trainieren. Ich kann vielleicht dich trainieren, mein Junge. Ich bin kein kleines Kind. Er macht doch gar nichts. Hallo, die haben mich provoziert. Ich bin unterwegs. Ich fliege mit dem Fahrrad zu kommen. Aber du bist nicht die Regierung, um so alles zu ändern. Das ist die Welt. Gibt gute und schlechte. Auf Wiedersehen. Du kannst nicht gehen, mein Freund. Danke, es geht nicht. Das ist unmöglich. Ich zwinge mich jeden Tag das Fahrrad zu kaufen. Willst du was einem davon holen? Nein, lass dich nicht provozieren davon, ist alles cool. Ja, okay, gut, danke. Ja, ist alles ja, gut. Alles gut, okay. Ja. Danke. Was ist hier schon wieder los? Da legen sie sich mit dem Typen an, Alter, der ist Profiboxer gewesen. Alter, der kloppt die in Grund und Boden, Mann. Hinten hier auf den Sack. Machen die den Typen an, Alter. Ey, muss man sich mal vorstellen, so Jungschen. Da musste ich gerade zwischengehen, weil das ein Kunde von mir. Aber zeigt nach, kann ich nicht zugucken. Da musste ich halt rübergehen mit. Und ich meine, das ist ja so, wie Hans sagt. Zwei macht er glatt und der dritte rammt den Messer in die Rippen oder so ein Scheiß. Und dann kannst du nichts machen. Was willst du machen? Wenn die merken, die sind zu schwach, dann ziehen sie irgendwelche Waffen, irgendeinen Scheiß. Das so schlimm ist, das. Statt sich mal gerade zu machen, soll sie zu ihm gehen und der kann die trainieren. Der kann die wirklich trainieren. Das kann der. Also mal Scheiße, ey. Kein Respekt von wegen. Reden mal so viel von Respekten haben. Kein. Null. Muss ich mit allen vertragen. Und so muss ich mich halt auch mit den Jungs arrangieren. Solange du pass auf, das war dumm, habe ich gesagt, du musst immer aufpassen, du weißt ja nie, wen du vor dir hast. Und man geht nicht einfach nur zu irgendjemandem hin, bloß weil der den irgendwie einen Spruch an den Kopf knallt und sagt, du pass auf, wir schlagen uns. Vielleicht hat er auch gerade einen schlechten Tag gehabt oder so. Und dann wird er auch noch dumm angequatscht von Leuten, wo er eigentlich zu 100% davon ausgehen kann, dass sie ihm jetzt Leute dran unterjubeln wollen. Und vielleicht haben sie noch einen dummen Spruch hinterher gemacht, so wie, was willst du nicht? Alter, du brauchst ein Fahrrad, Mann. Manchmal ist das halt so. Manchmal ist man dann auch ein bisschen gereizt vielleicht. Da geht man nicht hin und will ihn schlagen. Vor allem nicht, wenn er irgendwie offensichtlich 40 Jahre älter ist als sie. Schuh!
gute Frau ist durch ein Schlagloch gefahren und hat sich dabei ein Snakebite zugezogen und ihre Felge ruiniert. Das mit der Felge können wir jetzt nicht ändern, sollen wir jetzt auch nicht ändern. Das ist dann auch alle ziemlich teuer. Und aber den Schlauch müssen wir halt ersetzen. Mann, ey. Die Achse ist durch. Die Achse ist voll gebrochen. Wo sie durch das Schlagloch gebollert ist, wahrscheinlich ist voll die Achse durch. Das Ding ist hin. Kann ich ja so nicht wieder einbauen. So eine Scheiße. Alter, was ist denn los mit den Leuten? Was fahren die denn mit? Was für Krücken? Scheiße, scheiße. Ist das ja nicht. Siehst du mal. Oder? Ich gehe jetzt zum Türken und koche einen Kaffee. Ja, ja, ja. Das wollte ich dich die ganze Zeit, aber du bist ja dauernd hin und her. Du bist ja dauernd am hin und her rennen. Also hier ist alles schwer, ist ab. Ja, ich stehe schon dran. Und dann. Gut, naja, bisher war ich unterwegs. Ja, ja, eben. Gut, ich geh mal ein Käppchen holen für 20 Cent. Flat Tire Day. Nicht andere, nur platte Reifen. Der ist jetzt schon wieder hier. Mann, ey, was ist denn da los? Ey. Gerade erst gemacht. Schon wieder platt. Erneut die Kontrolle des Felgenbands. Perfekt. Schlauch. Einmal kontrollieren. Wunderschöner Snakebite, vom allerfeinsten. Snakebite heißt, dass es so. Ja, er hat so richtig schöne Bordsteinkante drin gehackt, eigentlich an die Seite. Also ein bisschen aufpassen. Ja, ist doch. Also man ist ja ein Stück weit als Vermieter in Neukölln auch Sozialarbeiter. Ne? Na hör auf, bin ich auch als Fahrradhändler, ey, aber totaler Sozialarbeiter. Mann, ist das schwierig hier im Haus, da einen diplomatischen Weg zu finden. Boah, ey. Mein Kräutergarten anlegen, was für ein Scheiß, ey. Bin ich mal gespannt. Soll ich denn das Haus hinwohnen von dem Kollege? Naja, wie auch immer. Na gut, fertig. Ich muss mir irgendeinen Saft holen. Irgendeinen Saft. Der langweilige Gang durch diese Gasse. Und zwar zum Auftrag. Der erste Auftrag, der mal nichts heute mit platten Reifen zu tun hat, sondern mit wackelnden Lagern. Und zwar dieses hintere und dieses vordere. Wobei das sehr bescheiden ist. Angeht. Na prima. Habe ich dich jetzt betrunken? Wo kommt sowas hin bei dir?
Ich hab das auf der Treppe, stehen die alle. In der Papiertüte. Pennermäßig Papiertüte. Pennermäßig Papiertüte. Oh. So, schau mal einer, guck. Entschuldigung, weil Ostern war, bin ich denn noch auf Sendung? So geil. Sag, kennst du die Frauen mit engen weißen Jeanshosen? Also als Klientel. Dieses, als wäre es eine eigene Rasse. Aber es ist tatsächlich so. Sie hat so recht. Ich sag, ja, die kenne ich. Die arbeiten meist bei Ämtern und so. Ich sag, ja, ganz genau. Und kaufen bei Esprit ein. Sag ich jetzt. Also, zur Aufklärung. Ich hatte gerade eine Kundin drin gehabt, die ja schon jahrelang vorbeiläuft, die mich immer grüßt und so. Und jetzt ist sie mal reingekommen, weil sie ein Fahrrad braucht. Damit würde mich freuen, wenn sie eins kauft, natürlich bei mir. Aber. Das muss ich erstmal rauskramen, gerade. Um 17 Uhr. So, das war's. Ich würde mal sagen, jetzt ist Feierabend. Oder? Ich schau noch mal. Ich muss jetzt erstmal alles vorbereiten für die Räder. Morgen 20.10 Uhr. Ich habe noch reichlich Zeit, 50 Minuten alles einzuräumen, die Räder vorzubereiten für morgen. Ich freue mich sehr. Hallo? Hallo Frau Müller-Hein. Na Mensch, jetzt sind Sie, stürmen gerade mitten in die Planung, wie ich das hier morgen mache mit den Rädern. Ja. So, also liebe Leute, wir sehen uns einfach morgen nicht. Oder? Nee, morgen nicht. Morgen nicht. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Morgen nicht. Morgen lade ich eine Reparatur hoch, eventuell oder sowas. Tommy repariert. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Naja, wir sehen uns eigentlich ja täglich. Im Grunde genommen sehen wir uns auch morgen wieder. Wir schauen mal. Ne? Also, ich werde morgen den Tag auf alle Fälle genießen mit meiner Frau. Ganz alleine. Wir haben eine Babysitterin, die macht alles. Die kümmert sich drum. Anouk ist weg. Die ist, schläft bei einer Freundin. Und dann, ja. Kinderfrei. Absolut. Total geil. Gehen wir vielleicht ins Kino sogar mal mit Popcorn und allem so richtig schön. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ey, ich freue mich eigentlich richtig darauf. Ich hoffe, das klappt alles. Jetzt habe ich eine Bestellung morgen für Mieträder. Könnte ausrasten. Und habe das ist aber so lange schon her, dass ich das nicht auf dem Schirm mehr hatte. Ich habe auch die Nummer nicht von dem Typen. Jetzt müssen wir das irgendwie organisieren, dass ich das hinkriege. Ist auch alles viel zu viel Blabla. Wir sehen uns einfach morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao.